Recht herzlich willkommen zur 207. Folge von Towns. Ja, ein Angriff ist unterwegs, irgendwo hier hinten links waren die in der Ecke, die müssten dann irgendwann mal kommen, aber das ist hier jetzt auch halb so wild. Ja, da sammeln sie sich, lasse mal kommen, wir machen aber hier oben erstmal noch ein bisschen weiter. Die werden das schon alle schaffen. Hier haben wir noch ein kleines bisschen das Problem, dass wir da unten letzte Folge die alle unlocked gemacht haben, aber da oben ist noch einer, ne? Das heißt, irgendwie kann das nicht so ganz funktionieren, was wir da vorhatten, ne? Das ist doch klar, dass das dann nicht funktioniert. So, jetzt nur die Frage. Ja, es ist eigentlich dieser Scarfold, der da sitzt, wo dann auch was hin muss, ne? Ja, ich mache jetzt mal ganz einfach so und hoffe, dass das dann dahingestellt wird, passend. Und dass die dann auch dahin kommen, wo sie sind. Gut, da sehe ich schon einen, den können wir gleich in eine Tonne schmeißen. Okay, der Angriff kommt, wie wir da unten sehen. Aber das ist jetzt nicht spielentscheidend. So, es werden wir umgestellt. Natürlich, der, den ich weghaben wollte, ist nicht umgestellt. Aber dann ist das so. Oh, guck mal, da ist so eine Spinne hier hochgekommen. Okay. Aber wir machen jetzt mal hier gerade weiter. So. So. Passt schon. Ja, können wir mal da Dreier machen. Gucken, ob das geht. Müsste aber eigentlich, ne? Wenn der da... Ah, gut. Ich glaube, den können wir auch destroyen. Und stellen den mal dahin. Oder die mal. Das sollte funktionieren, ne? Gut. Wie wir sehen, ist der auch schon Schrott. Und... Mal gucken, wo noch was hingebracht wird. Ja, okay, das Loch ist gestopft, das ist schon mal super. Machen wir das mal so. Passt dann. Dann können wir aber hier unten auch definitiv den wegnehmen. Unlock. Und den daneben auch. Unlock brauchen wir nicht mehr. Okay, super. Ich habe jetzt gerade nichts ausgewählt, sehe ich gerade. Also den da hinbauen. Das geht auch. Ja. Die sind jetzt ein bisschen weit weg. Ich weiß nicht. Nee, wird nicht klappen. Müssen wir dann an einen Scarfold hinbauen. Wie kriegen wir das Loch gestopft? Ja. Machen wir so. Sollte funktionieren. Und das geht da auch so. Müsste eigentlich auch baubar sein. Und hier müssten wir eigentlich auch rüberkommen. Achso, hier sind wir noch nicht ganz fertig, ne? Gucken wir mal, ob wir das hinkriegen. Ist die Frage, wo die hochgehen sollten. Oder können, die können auf jeden Fall da hochgehen. Ja. Der ist auch da hochgekommen. Also irgendwo wird was hoch. Laufbar sein, oder wie man das auch nennen will. Okay, er hat ein Problem, da hinzukommen, weil der zuerst da war. Gut, dann machen wir das mal so da. Und das können wir definitiv auch... Ja, wenn die alle grün sind, dann muss das ja da gehen. Dann müssen die da drauf kommen und dann da oben hinbauen können, oder? Vielleicht wird er jetzt auch gleich weggenommen. Sieht so aus. Und wird da hingebracht. Okay. Sieht aus, als ob das gehen könnte. Machen wir das doch auch mal. Allerdings, ja, dieser hier, der wäre jetzt nicht so gut, weil den können sie dann nicht setzen, ne? So, gleich nochmal schauen. Da unten kommt schon wieder einer mit dem Stein. Ja, der ist ja dann weg, dann kann da einer hin. Und der ist von unten da drauf gesetzt worden, oder wie sehe ich das? Das ist super. So, dann... Mal schauen, das müsste so funktionieren. Das klappt dann vielleicht auch. Okay, schon hingebaut. Okay, das hier war schon kaputt.
Dann bitte noch mal einen da hinsetzen. Also, dann können wir den auch destroyen, der ist auch fertig. Und einen höher, mal gerade gucken, ob irgendwo noch kaputte stehen. Ja, hier zum Beispiel. Die restlichen gehen. Ja, müssen wir schauen, wie es weitergeht. Mir kommt es vor, als ob wir hier bauen könnten. Machen wir das doch mal. Da hat es einen in die Luft gegeben, ein Scaffold, eigentlich ein Scaffold, ein Stein. Das bedeutet, ich glaube, wir müssen dann da einen hinsetzen, damit wir da hochkommen und rankommen, ne? Um den wieder wegzunehmen. Ja. Die brauchen wir noch alle. Ich glaube, der da, ne? Den können wir anlocken. Vielleicht sogar den zweiten jetzt auch, so wie ich das sehe. Und hier kann einer hin. Damit er zu wird, ne? So, passt's. Aha, da läuft einer jetzt hier hinten rum, um da hinten zu bauen. Ist jetzt nicht die optimale Lösung, ne? Aber geht halt, oder? Können die sich da passieren? Ja, die können da passieren. Gut. Okay. Wo wird der hingesetzt? Da, super. Läuft soweit. Ist noch ausgewählt. Können wir so machen, ne? Ja, okay, wenn ich den da jetzt hinsetze, das funktioniert dann nicht, ne? Machen wir mal so, müssen dann aber was wegmachen, nämlich diese beiden. Ne, einer hiervon musste reichen, den wegzumachen. Könnte sein, dass das klappt mit dem Hinlaufen, ne? Gut, jetzt ist hier unten schon wieder einer eher kaputt gegangen, wie ich da was hinbauen konnte, ne? Also, auf ein neues. Ich glaube, wir müssen den da hinsetzen. Und dann können wir da zwei hinsetzen. Ja. Ne, der muss da noch stehen bleiben. Da haben wir immer noch keinen hingesetzt gekriegt. Er baut den da oben hin, das ist auch gut so. Aha, da hinten ist schon einer hin, das heißt, wir können da auch einen weiterhin bauen. Und sollte funktionieren, ne? Das sieht alles gut aus. Ja, machen wir weiter. Lass den erstmal laufen hier. Der hat den da hingesetzt. Das ist auch gut so. Ja, da kommt einer, der den da hingesetzt hat. Das geht auch. Gut, die Lücke ist zugemacht. Dann können wir da auch einen hinsetzen. Okay, dann können wir mal hier schauen, dass wir erstmal hier so eine Reihe hinsetzen. Und dann können wir später da oben auch was hinbauen, ne? Ja, noch geht's da nämlich nicht, ne? Gut. So. Der muss noch weggenommen werden, aber wir können hier auf jeden Fall die zwei setzen, ne? Der kann in der Tonne. Okay, da sind noch mehr, die in der Tonne können. Destroy. Der da hinten, der kann unlocked werden, weil der ist da vollkommen über, in Anführungsstrichen. Jetzt ist die Frage, ob da noch der hingebaut werden kann, ne? Auf jeden Fall kann ich hier noch einsetzen. Und den auch. Und dann können wir hier noch einsetzen.
Funktioniert soweit. Da kommt ein Scaffold. Okay, die werden hier hingebracht. Sehr schön. Okay, dann kann man den da bauen. Ja, und wenn der andere da hinkommt, dann kann man da noch mehr bauen. Das ist auch klar. Dann geht der auch. Dann bauen wir da noch hin. Das müsste auch funktionieren. Vielleicht funktioniert das auch. Den müssen wir erst noch lassen. Okay, da ist schon was passiert. Und das müsste auch klappen. Der ist da gemacht worden. Sehr schön. Einer fehlt da noch. Und die beiden auch noch. Da wird der Scaffold gebracht. Der kommt dahin. Okay. Dann müsste da ja wieder was gehen. Genau. Funktioniert. Ja, eben die Shift-Taste nicht gedrückt. Dann geht das auch nicht mehr. Der kann nicht dahin, sonst werden die beiden nicht gebaut. Wo wird der jetzt hingesetzt? Okay. Ja, dann passt schon. Aber dann können wir definitiv ja da einen hinbauen. Der ging nicht. Hier ist irgendwo einer gebaut worden. Sehr gut. Okay, da kommen noch ein paar. Ja. Wo sind die hingesetzt worden? Da geht noch nicht. Da müssen wir abwarten. Der muss noch gebaut werden. Das kriegen wir auf jeden Fall alles zu da. Hier schon fertig. Das bedeutet, da kann auch wieder einer hin. Okay, die Reihe ist fertig gebaut. Ich glaube, da können wir auf jeden Fall einen hinmachen. Und da können wir jetzt definitiv auch welche hinmachen. Der auf der Ecke wird jetzt nicht gehen, aber der wird bestimmt bald auch da weggenommen. Ich glaube, der kann unlocked werden. Ja. Und der... weiß ich noch nicht. Müssen wir abwarten. Gut, da muss noch einer hin. Einer läuft nach hier hinten jetzt. Das ist alles abgeschlossen. Das bedeutet, wir können definitiv das wieder auswählen und ja, von da auf jeden Fall bis nach da zubauen und auch von da bis nach da zubauen. Der ist auch erreichbar von hier aus. Das geht auch. Läuft. So, das ist alles gut. Das sieht spitze aus. So. Hier, die können wir alle unlocked machen einfach. Weil die sind definitiv nicht mehr vonnöten. So. Der ist schon wieder kaputt. Keiner bringt da was hin. Und ja, eigentlich ist das hier, ne? Mach mal. Gut, der ist dahin gebaut worden. Den kann ich doch aufbauen, oder? Ja. Jetzt allerdings den davor nicht, ne? Den müssen wir wegmachen hier, sonst kommen wir da nicht mehr hin, oder? Wo kommt der hin? Da, sehr schön. Dann können wir den auch machen. Cancel Order war das. Also war der falsche Befehl. Wir wollen ja einen hinsetzen und nicht wegmachen. Cancel.
Brauchen wir jetzt nicht. So. Ja. Den kriegt man jetzt nicht dahin, ne? Naja. Close Menu. Ja, müsste vielleicht funktionieren, wenn der da eher kommt wie der und da, und dann sollte das alles gebaut werden. Oh, wir haben einen eingebaut. Mach mal so. Unlock. Ja, ich glaube, diese Sache ist auch durch. Das funktioniert dann nicht. Ah, der baut den auf jeden Fall dahin und in der Hoffnung, dass er dann runter kann. Das sieht aber so aus, als ob das klappen müsste. Tut's auch, ja. Gut. Komm, zack, machen wir so. Und zack, das muss auch gehen. Bis auf den hier vorne, ne? Aber dann fällt halt wieder einer runter. Okay, der hat das natürlich jetzt rumgemacht, war klar. Aber noch einmal die Chance, dass von der anderen Seite der da reingebaut wird. Da ist auch schon wieder einer in die Wicken gegangen. So, ne, Unlock brauchst du gar nicht machen, kannst gleich destroyen. So, jetzt geh mal rum und setz den nicht dahin, sondern dahin. Super, das war mein Wunsch. Ja. So läuft's. Da wird nichts gemacht, da auch nicht. Okay, das geht wohl, dann machen wir das auch. So, der kann auch gelöscht werden. Weil den braucht man definitiv nicht mehr. Der kann auch gelöscht werden. Weil kaputt. Ja, so machen wir das. Setzen den da mal hin, ne? Wird zum Glück wieder hell. Da wird das Scaffold geholt, der da hinten irgendwo war. Haben wir da oben einen gebaut? Komisch. So. Ja, schade. Ich dachte, da wird hinten einer eingebracht werden. Dem war aber nicht so. Aber da ist schon fertig. Super, dass das so rumgeklappt hat. So, das ist alles okay. Dann haben wir hier zwei falsche gebaut. Auch sehr schön wieder. Das bedeutet, wir müssen da drunter noch was bauen. Weil wir da die falsche Wahl getroffen hatten, ne? Hat gut geklappt. Ja, das ist jetzt schwierig. Da müssen wir das machen, wenn da drunter gebaut ist. Anders geht das nicht. Gut, ja, da können wir jetzt... Irgendwann kriegen wir schon so, da geht's. Wo bringt er den hin? Ganz nach hinten endlich mal einer, sehr gut. Da ist bald dunkel in dem Loch. Die da unten ratzen. Naja, wird werden. Da kommt schon wieder einer. Und wo bringt der den hin? Gute Frage, ne? Da kommt er. Und da vorne. Machen wir mal so. Okay. Der hat den Scaffold da irgendwie rausgeangelt. Keine Ahnung wie. Aber er hat's gemacht.
Okay. Machen wir den mal. Nee, das hätten wir nicht machen sollen. Na, jetzt ist egal. Da liegen zwei dann, oder was? Irgendwas ist da fehlgeplant oder fehlgelaufen. Okay. Da ist auch einer falsch. Dafür brauchen wir da auch einen Scaffold runter. Und ne, da nicht. Da kannst du den destroyen. Da kommt schon neuer. Oh nee, jetzt haben wir das auch noch falsch gemacht. Super, oder? Den machen wir Unlock. Und bau den dann dahin. Fertig. Doof gelaufen, ne? Und der hat da wieder einen weggefetcht. Holen die die weg? Keine Ahnung wo. Naja, der ist weggeholt worden. Und da müssen wir, glaube ich, zwei hinmachen. Wenn die beiden da sind, dann kriegen wir die da oben erst weg. Das gleiche ist hier irgendwie. Müssen wir gucken. So. Das geht erstmal. Der ist da schon hingesetzt worden, das ist super. Und hier fehlt nur noch der eine da. Dann können wir langsam hier rum zubauen. Ja, sehr gut. Können beide hin, ne? Ja, der kann auch dahin. So, der kann dann unlocked werden. Und der zweite, wenn da drunter einer ist, ne? Ah, guck, der Stein ist weggenommen worden. Das bedeutet, wir kriegen das jetzt hier auch hin, dass die beiden da gebaut werden. Und da geht auch einer. Und hier müssten doch alle gehen, oder? Schauen wir mal. Jo, Kikiriki macht der Hahn, ne? So, da fehlt uns noch einer für das Baugestell. Und da geht was voran. Das da, jetzt gucken wir hier noch, wo der hinkommt. Ich hoffe da. Dann läuft's. Okay, kommt da hinten hin. Super. So, dann können wir den Weg hier zubauen bis dahin und dann gucken, dass die Lücken zu sind. Und das machen wir aber alles in der nächsten Folge. Ich bedanke mich recht herzlich fürs Zuschauen und würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal auch wieder mit dabei seid. Bis dann. Tschüss.